Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Underground 2. Wir machen direkt weiter mit den beiden. Das sind, glaube ich, Driftrennen, oder? Ja, Driftrennen hier vorne. Bla bla bla. Probieren wir es. Au, ramm mich doch nicht, du. Oh, hier muss ich so fahren. Hey, ein Wahnsinnsdrift. Wie viele Runden haben wir? Zwei Runden nur. Kolossaler Drift und da wurden wir leider gerammt. Aber da kann uns keiner mehr einholen. 60.000 Punkte. What? Hier ist direkt noch eins. Fahren wir erstmal noch das. Ah ja. Boah, war das eigentlich auch hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Downhill Drift? Ich glaube, das war auch hier. Boah, da weiß ich noch, da habe ich immer. Da war ich immer so schlecht drin. Na, jetzt also wirklich hier. Erstmal ein bisschen absetzen. Boah, der hat mir gerade sowas von den Drift gerettet, der Kerl. Naja, dieses Mal nicht mit so riesigem Abstand gewonnen. Aber auch gut. Aha, noch ein Fotograf. Die Reporter von Sport Compact Car sind heute mit einem heißen Model da, das sich auf der Haube des Siegers räkelt. Ansporn genug? Fahren wir da mal eben hin. Ich wette, das ist nämlich wieder so ein. Jo, das ist wieder so ein Zeitrennen. Oh Gott, da oben. Da lang. Hilfe, zum Glück ist das Navi hier recht zuverlässig. Schon mal ein kleiner Vorteil. Nicht so wie manche Navis in echt, wo du dann auf einmal irgendwo mitten im Wald landest oder so. Ah, und wir werden wieder mehr als genug Zeit übrig haben am Ende. Du führst mich also rechts rum, dann fahren wir rechts rum. Wenn du meinst, dass das die kürzere Strecke ist, ein Navi.
Und da sind wir. Na, du wärst bestimmt gerne mit auf die Haube geklettert, hm? Hauptsache, du bist auf dem Cover von Sport Compact Car. Das ist doch was. Natürlich wollen wir die Zeitschrift speichern. Da wir jetzt schon hier oben sind, können wir auch Sprintrennen fahren. Gibt es dafür? Habe ich eben Sprint gesagt? Ich meinte natürlich Rundkurs. Aber nicht so langsam mal Zeit, dass wir uns Nitro einbauen, denke ich. Aggressiv heute. Ah, das finde ich ja auch so cool. Hier kannst du die Gegner nämlich noch schön drehen. Ja, ich glaube, so langsam müssen wir unseren Wagen mal ein bisschen auf mich auszubremsen. Aufrüsten. Weil wir sonst nicht mehr wirklich mithalten können. Das ist die Frage. Zur ersten Reihen. Immerhin haben wir die anderen beiden jetzt schon mal gut abgehangen. Abgehängt. Nicht abgehangen. Bleibt also nur noch einer. Dem haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen Vorsprung zum Glück. Das mit dem Driften hier ist keine so gute Idee. Fahren wir lieber normal rum. Man nehme ich, glaube ich, den zweiten Weg. Wow, jetzt weiß ich auch, warum die so langsam waren. Die sind vermutlich dagegen geknallt. Aber dafür, dass wir am Anfang so Schwierigkeiten hatten, ist es doch jetzt wunderbar gelaufen. Da vorne haben wir direkt das nächste. Und danach fahren wir dann mal tunen, glaube ich. Warte, habe ich da gerade irgendwas gesehen? Nein, sah nur so aus. Das denn hier vorne irgendwo? Ach, da. Und da ist Geld. Verfehlt. Hier. So. Okay, kriegen wir wieder 300 für.
Und wieder bester Start. Und da haben sich direkt... Okay, es hat sich nur einer aufgehangen. Quasi. Oder ist hängen geblieben, sagen wir es mal so. Okay, da kann man dann bei eigentlich jeder Kurve schon ein bisschen abkürzen. Das ist ganz gut, wenn man denn richtig trifft. Ups, so halt nicht. Wow, hat der aufgeholt. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber daran, dass die Gegner jetzt so dicht, wow, dranhängen. Merke ich, dass es Zeit ist, den Wagen aufzurüsten. Ne, hier schaffe ich nur einen zweiten. Meine Güte, da haben sie jetzt aber am Ende ordentlich überholt. Das versuchen wir natürlich direkt neu. Denn ein zweiter Platz nützt uns hier nichts. Mist, zu eng genommen. So ein Dreck. Genau das sollte dann natürlich nicht passieren, wenn man so eine Kurve abkürzt. Ich befürchte fast, dass wir, bevor wir dieses Rennen erfolgreich schaffen, tunen müssen. Aber erstmal abwarten.
Okay, dieses Mal kürze ich hier nicht ab. Verdammt. Hey, das ist immer dieser Mazda, ne? Na gut, hat ja keinen Zweck. Fahren noch mal eben Tune, mal gucken, was so alles verfügbar ist noch. Dann probieren wir es noch mal, diese Folge. Nein, kein Upgrade. Wird vermutlich nirgendwo. Ja, sei mal leise und so. Habe ich installiert, Bremsen habe ich installiert, Reifen habe ich installiert, nur Nitro fehlt. NOS. Nehmen wir mal NOS. Ja, Turbo haben wir noch nicht. Gut. Dann probieren wir es jetzt nochmal mit Nitro. Ja, verbratet ihr euer Nitro ruhig schon am Anfang. Ich warte erstmal, bis meins ein bisschen weiter aufgeladen ist, damit ich schön einen etwas längeren Schub habe auch. Ja, wie ihr seht, das Nitro füllt sich auch extrem schnell auf jetzt und ist dementsprechend schnell natürlich dann auch wieder leer. Führungsrunde geht auch schön was dazu. Boah, das war knapp. Nein, du wirst mich nicht überholen. Boah, Mist. Ich bin jetzt verdammt knapp hier zum Ende hin. Und ich habe die Kurve versaut. Nee, kriege ich nicht mehr. Also, ich habe auch das Gefühl, in diesem Spiel gibt es so Rennen, die du einfach bei einem bestimmten Punkt nicht schaffst. So, ich probiere es jetzt noch einmal in der nächsten Folge und danach muss ich das Rennen halt erstmal hinten anstellen. Jo, dann bis in der nächsten Folge.